Wir kommen heute noch zu einer weiteren Folge von Heroes of Havoc. Anlass ist allerdings weniger ein tolles Feature, sondern eher ein Problem, und zwar der Season-End-Bug und der eigentlich auch sogar ein Exploit-Bug ist, um den man allerdings leider kaum herumkommt. Aber dazu gleich später mehr. Erstmal jetzt noch die restlichen Features, die ich jetzt nach und nach freigeschaltet habe, beziehungsweise deren Freischaltung mir durch eben diesen Bug dann sogar ziemlich vereinfacht wurde. Also zunächst einmal habe ich inzwischen genug Helden zusammen, damit eben dieser Idle-Bonus-Kampf stattfindet. Das eine ist, ihr seht, hier steht was, dass 1181 Sachen hätten gefunden werden können oder Items, die ich allerdings nicht bekommen werde, weil ich habe nur ein Inventar von 400 und ich glaube, es waren etwa 200 Plätze frei. Ebenso die SP und das Gold, was hier steht. Genau, ich war über einen Tag abwesend. Mal sehen, dafür müssten auch die Dailies dann wahrscheinlich zurückgesetzt sein, weil ich mir überlegt habe, ob ich noch eine Folge mache und inwieweit das Spiel überhaupt weiter spielen sollte. Weil was dem Spiel auf jeden Fall nicht gut getan hat, ist, dass es extra noch vor Weihnachten, ich glaube 15. Dezember rum, ist es veröffentlicht worden bei Steam. Und anscheinend noch mit ziemlichen Bugs versehen ist und vor allen Dingen letztlich reicht ein Bug, der eigentlich die ganze Spielmechanik bricht und letztlich auch das Geschäftsmodell. Ich bekomme auch nicht hier alles auf einmal, sondern im Gegenteil, entweder ich muss hier noch verschiedene Sachen bezahlen, muss irgendwie VIP werden oder Schlüssel ausgeben, um letztlich ja, die restlichen 80% dieses Idle-Bonus zu bekommen, habe ich aber kein Interesse dran, deswegen gehe ich hier auch gleich auf verlassen, weil wenn ich hier jetzt weiterkämpfen würde, würde ich auch nur sehen, da mein Rucksack voll ist und das Zeug entweder automatisch verkauft werden, weil ich sonst keine Möglichkeit habe, das so ohne weiteres zu speichern. So, mal schauen. Ich glaube über Home. Ah, okay, also die Tagesbelohnung ist zumindest noch nicht resettet worden. Was auch immer ich dort jetzt kassiert habe. Mal gucken, ob das einer von den Verbrauchsgegenständen ist. Ob das jetzt einer von den Tränken waren, schwer zu sagen. Okay, die werden hier auch nicht gestapelt. Also ihr seht jedenfalls, dass hier mein Inventar eben randvoll ist, weil ich jetzt, mal schauen, hier am Ende, was denn so eingetrudelt ist, weil die Schwierigkeit, mit der meine Helden jetzt gekämpft haben, ihr seht hier die 89er und es sind ja auch einige Epics gesammelt worden. Also von daher, das ist schon mal ganz praktisch. Das heißt, wenn ihr nicht spielt, sammeln die aber eben nur für die letzte Kampagnenmission einfach einen Haufen Gegenstände an. Das heißt, ihr solltet viel Platz im Inventar lassen. Und nach Möglichkeit, da weiß ich noch nicht genau, wie gut das funktioniert, hier im, Home, Kampf, also in der Kampagne, letztlich haben sie hier die letzte Kampagne gekämpft. Das heißt, es gab diesen Bogen und diese Axt. Und davon haben sie halt einfach Unmengen eingesammelt. Das erste, was ich jetzt mal machen werde, ist die gewöhnlichen alle zu verkaufen. Also 103 gewöhnliche Gegenstände alles raus, weil die werde ich sowieso nicht verwenden. Und was hat es jetzt auf sich mit dem... Okay, gleich erstmal die Belohnung einsammeln. Mit dem Season-Ende-Bug. Also ihr seht, hier läuft bereits eine neue Season, an der ich aktuell noch nicht teilgenommen habe. Und es war so, dass ich, als die Season zu Ende gegangen ist, online gewesen bin. Und ihr seht, aus meiner Sicht habe ich jetzt hier erschreckend viele freigeschaltet. Weil normal hatte ich den in der Standard League, den Ritter. Den Ruck hatte ich ja noch in der Einleitung freigeschaltet und den Mystic High hatte ich dazu bekommen. Und ich weiß gar nicht, den Helden, mit dem ich in der Season gespielt habe, den habe ich hier noch gar nicht bekommen. Der Santa konnte ganz gut eingesammelt werden. Und letztlich war es so, in der Season gab es Belohnungen, einmal für Säbelklaue, nee, nicht Säbelklaue, also der Drache Infernus und es gab noch, ich glaube, der Korodus-Drache. Also das sind die beiden Drachen, wo es zumindest 50 Token geben sollte als Belohnung, wenn man bis in die erste Stufe hochkommt in der Season. Und normalerweise wäre das auch kein Problem gewesen, weil die hätten nämlich 100 Token gebraucht. Das heißt, ich hätte die noch gar nicht freischalten können. Jetzt ist aber eben aufgrund dieses Season-Bugs, als ich das beendet habe, sind schon mal ein paar Sachen rüber übertragen worden. Und ihr seht jetzt hier, also wenn ich den Bug jetzt gleich nochmal nachstellen kann,
Dann könnt ihr hier sehen, also hier sind aktuell 19, 6 und 5 Token von irgendwelchen, die ich schon gesammelt habe. Von anderen ist hier im Moment noch nichts weiter, also doch hier oben 9, 7, 7, 7 und 10. Davon weiß ich jetzt nicht, ob ich davon welche in der Season gehabt habe, aber ihr werdet gleich sehen, dass das ist nämlich das größere Problem mit dem Season-Ende-Bug. Weil das eine ist, dass die Erfahrung übertragen wird auf die Helden und dass man die dann hier nochmal aufleveln kann. Also ihr habt ja gesehen, dass die jetzt sowieso im Idle-Modus einiges eingesammelt haben. Das einzige Problem ist eben, dass ich hier gar nicht sehe, wie viel EP habe ich hier zur Verfügung. Das sehe ich erst, wenn die wieder kämpfen und ich die hier jetzt verteilen könnte. Da das hier auch eine ziemliche Exponentialkurve ist, wäre das unproblematisch, weil da lässt sich dann nicht so viel anstellen damit. Was zum Beispiel nicht übertragen wurde, war die Seltenheit. Also die habe ich jetzt zwar inzwischen hier auch schon wieder hochentwickelt, ein bisschen mit Unterstützung mit Diamanten, das heißt, ich habe die nicht komplett zurückgesetzt. Weil normal ist es so, wenn ich keine Diamanten ausgeben will, werden die in der Stufe wieder auf 1 oder zumindest auf eine niedrige Stufe zurückgesetzt. Die Items, die eben in der jeweiligen Rarität nötig sind, werden zerstört. Und das ist dann natürlich schon ziemlich happig, bloß um eben diesen nächsten Stern freizuschalten. Das andere, was ich neu freigeschaltet habe, was eine der letzten ist, dass ich die Seltenheit der selber erhöhen kann. Also wenn ich von dem jetzt nochmal 10 Token finde, kann ich den von Grau auf Standard auf ungewöhnlich anheben. Wobei ich noch nicht genau weiß, was das letztlich bringt, ob der dann irgendwie mehr Punkte hat, irgendwie größere Basiswerte oder irgendwas. Das ist bisher noch nicht so richtig klar geworden. Und hier müsste ich auch nochmal, gut, die sind jetzt eh schon legendär und da steht aktuell, dass ich für die 20 Token hätte, auch wenn ich die natürlich nicht weiter upgraden kann, also meine beiden Drachen, die ich, wie ihr seht, eben schon freigeschaltet habe, weil eben ich das Season-Ende mehrfach gut geschrieben bekommen habe. Und das ist eigentlich auch das, weil wenn ich mir den Shop anschaue, dann hätte es ja eigentlich so sein sollen, dass man einige Zeitersparnis allein damit aufbringt, dass man letztlich hier einzelne Token dazu kauft für eben echt Geld. Wenn ich aber jetzt natürlich durch diesen Ende-Bug, meinetwegen, ich habe 3, 4 oder 5 von so ein paar Tokens für die einzelnen gefunden und kann dann diesen Bug immer wieder ausnutzen, dann geht natürlich diese ganze Geschichte in die Leere. Weil dann gibt es gar keinen Grund, die Sachen zu kaufen. Ebenso verhält es sich auch mitunter mit den Diamanten, weil da war es so, also für den ersten habe ich glaube ich 100 pro Bereich bekommen, also die Season-Belohnung. Also ich probiere jetzt mal, ob der Ende-Bug immer noch auftritt. Und ja, natürlich, er tritt immer noch auf. Das heißt, wenn ich das Spiel starte und eben auf den Season-Button klicke, dann bekomme ich hier meine Belohnung. Ich habe einmal auch den Stufe 1 Belohnung bekommen, deswegen nicht nur die 5, sondern da waren es eben 50 hiervon. Ich weiß nicht mehr, wie viele Relikte, aber ich glaube, es waren 100 Diamanten und ihr seht, die werden jetzt auch gut geschrieben wieder. Das ganze Inventar wird nochmal komplett überfüllt, weil da wieder der ganze Kram nochmal dupliziert reingemacht wird. Das würde letztlich nur sich ein bisschen in Geld übersetzen und sich gar nicht so sehr lohnen, außer man hat viele Epics gesammelt, die man dann natürlich mehrfach nutzen kann. Die Erfahrung wird übertragen, der hier wird nicht übertragen und die Rarität, die ich aktualisiert hatte, also hier sieht man auch, dass die Sterne nicht dargestellt werden, das ist leider auch nicht gemacht worden. In der Hinsicht ist es ziemlich schade, weil wenn ich in der Season ja die tatsächlich höher entwickelt habe, das heißt denen weitere Sterne ermöglicht habe, dass das nicht ins Standardspiel übertragen wird. Aber das Problem ist eher einfach diese Game-Breaking-Mechanik, dass dieser Season-Ende-Bug hier immer wieder auftritt. Ich werde jetzt mal tatsächlich eben hier in die Season einsteigen und werde mal gucken, wobei eigentlich wollte ich noch nicht einsteigen, aber egal. Ich werde jetzt trotzdem einfach mal mit irgendwelchen hier starten. Und da geht es vor allen Dingen darum, natürlich hier möglichst hohe Sterne zu bekommen, damit ich sehr, sehr viele, dazu muss ich mir nochmal, aber ich kann mir hier wieder nicht an. Okay, ich muss mir erstmal die Fähigkeiten nochmal anschauen von den Helden. Und hier, ihr seht, hier ist jetzt wieder eine 1. Das heißt, ja, das ist genau das Problem, wo eben diese Game-Mechanik erheblich gebrochen ist. Ihr seht, dass sie jetzt weiter hinzugekommen sind.
Und insbesondere bei Divinity, also gerade den Rarities, wo ich ein paar gefunden hatte, dass die hier hinzugenommen werden. Deswegen ist aus meiner Sicht das Wichtigste, diese Fehler zu beheben und unbedingt dann eigentlich nochmal ein komplettes Reset zu machen. Weil so schön das auf den ersten Blick aussieht, es entwertet einfach komplett das ganze Spiel. Weil das, was mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, dass ich aufpassen muss im Hintergrund, wenn ich die Kämpfe mache, dass ich gucke, ob da Kisten sind, weil in den Kisten mitunter eben Tokens versteckt sein können, weil sonst bekomme ich eben nur im Ausnahmefall oder eben bei den Elite-Kämpfen gegen die Bosse habe ich gute Chancen, eben einen von den Token zu bekommen. Aber wenn ich jetzt hier durch so einen Bug letztlich, den ich auch gar nicht komplett umgehen kann, weil es war auch so, dass 24 Stunden zwischen den beiden Seasons hier offline waren und ich hatte einfach mal draufgeklickt, um zu gucken, was da als Meldung kommt oder so weiter. Und dann kam jedes Mal, wenn ich einfach nur auf diesen Button geklickt habe, einfach um zu gucken, was mit der Uhr ist oder ob ich noch irgendwie hin und her schalten kann, kam jedes Mal wieder der Transfer mit eben diesen ganzen Nebeneffekten. Eben wie ihr seht hier, das Inventar ist jetzt auch wieder voll, weil eben diese ganzen Gegenstände wieder rüber transferiert werden, die ich jetzt erstmal dann gleich wieder verscherbeln werde. Zum Glück weiß ich ja, dass eben hier am Ende, wo meine ganzen 89er sind, dass ich hier einfach das ganze Zeug verkaufen kann, weil das einfach für mich gar keinen Wert hat, an der Stelle das zu behalten. Das einzige Interessante an der Stelle sind eventuell noch eben solche Epics, die dann einfach für das Aufleveln geopfert werden können, damit man das ohne Diamanten aufleveln kann. So, jetzt habe ich zumindest wieder fast 100 Inventarpunkte Platz. Was auch gemacht worden ist, dass beim Zusammenlegen sind die Smaragde, die ausgegeben wurden, wieder übertragen worden und nicht das Inventar. Also ich hatte ja angenommen, okay, wenn ich jetzt 100 Inventarplätze gekauft habe, dass ich die dann wieder in die Standard League bekomme, aber es war nicht so, sondern anscheinend wurden einfach die Smaragde wieder freigegeben und mir wieder zur Verfügung gestellt. So, und jetzt habe ich eben hier letztlich wieder das Problem, dass ich schon wieder einen Helden freigeschaltet bekommen habe. Und ja, jetzt wäre natürlich die Frage, wäre es einfach möglich, das Ganze zu umgehen und zu sagen, okay, wie kann ich diesen Bug gar nicht erst benutzen? Aus meiner Sicht, weswegen ich eben jetzt auch über diesen Bug direkt berichte, zum einen ist im Forum auch schon beschrieben worden, auch die Problematik damit. Und das andere ist, man läuft eigentlich nahezu zwangsläufig eben genau auf diese Geschichte. Allein wenn man einfach nach dem Neustart auf diesen Season-Button geklickt hat und bereits einen Transfer bekommen hatte. Ja, zumindest anhand der Jacken könnt ihr sehen, dass ich wahrscheinlich inzwischen schon mindestens dreimal, also fünfmal, also einmal regulär und dann noch vier weitere Male einfach diesen Transfer schon bekommen habe. Beim ersten Mal unabsichtlich, beim zweiten Mal dachte ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein und wollte es einfach nochmal testen und dann habe ich einfach nur noch resigniert. Gut, einer war jetzt dann später nochmal, als die Season selber losging und ich da überlegt habe mitzuspielen und jetzt eben das nächste Mal einfach hier für das Video, um nochmal die Problematik zu zeigen, die einfach damit zustande kommt. Und hier seht ihr jetzt noch eben 10 Token habe ich schon, 25 bräuchte ich, um den dann eben in die nächste Raritätsstufe aufzuwerten. Mal gucken, wo steckst du aktuell? 44. Ich weiß noch nicht genau, was es mit den Stufen hier auf sich hat. Inwieweit, oder okay, 67 und 32, also keine Ahnung, wie es zustande kommt, dass der, obwohl ich den ja gerade erst freigeschaltet habe, schon so eine hohe Grundausstattung in den Fähigkeiten hat oder beziehungsweise die Erfahrungspunkte schon vergeben wurden. Das ist, bleibt eben alles reichlich unklar, wie da bestimmte Sachen zustande kommen. Und genau, jetzt wollte ich nämlich noch nachschauen, weil ich brauche auf jeden Fall einen Heiler und ob nämlich einer von den 5-Sterne-Leuten, die ich ja jetzt hier schon drin habe, also einmal sie, ob die noch eine Heilfertigkeit hat. Grundangriff gegen den Schaden zufügt, Grundangriff mit Schaden und Eistreffer. So, das heißt, die hätte auf jeden Fall keine Heilung dabei. Und mal gucken, ich glaube, Santa hatte auch keine Heilung dabei. Snowball, Surprise,
Mac. Okay. Gut, dann würde ich nämlich die beiden zwar mitnehmen, aber ansonsten auch mit meinen beiden Standardhelden, also dem Ritter und ihm hier als Heiler, weil er hat ja jetzt zumindest schon einige Heilfertigkeiten freigeschaltet. Ja, von den Gegenständen her fehlt mir jetzt eigentlich nur noch ein Epic, genau, um ihn da freizuschalten. Das war nämlich das, was ich gerade noch überlegt hatte, aber dazu brauche ich erst noch 100 Sterne, bevor ich den letztlich auf eine weitere Ebene anheben kann. Und ich glaube, da kann ich zumindest die Sterne kann ich nicht mit Diamanten umgehen. Das heißt, man muss auf jeden Fall die Standardkampagne weit genug gespielt haben, um den entwickeln zu können. Okay, weswegen ich ihn hier jetzt zwar noch nicht upgraden kann, aber mal gucken, welche Fähigkeit mir da jetzt durch die Lappen geht. Genau, also es wäre noch eine weitere Heilungsfähigkeit, die ich dann mit der nächsten Stufe weiter freischalte, was ich aber dann in der Runde jetzt noch nicht machen werde. Außerdem ist eh die Frage eben, inwieweit ich tatsächlich das Spiel noch weiter verfolgen werde, zumindest solange diese Bugs bestehen und das Ganze nicht zurückgesetzt ist, weil so schön dieser Fortschritt eben wie gesagt aussieht, es ist für mich einfach nur eine Entwertung überhaupt der ganzen Zeit, die man in das Spiel steckt, wenn diese ganzen Mechaniken dermaßen umgangen werden können. Naja, das ist dann noch die Boss-Belohnung natürlich, weil der die ganze Zeit dort den Boss gefarmt hat. Das sind noch die Truhen, die 24 Stunden, das kann ich auch noch eine, die ist schon mit Stufe 205 und da gibt es wieder nur einen großen EP-Trank. Das heißt, Ausrüstung scheint da auch ziemlich selten zu sein. So, was ich jetzt zuletzt noch freigeschaltet habe, beziehungsweise ich auch in der Season schon benutzen könnte, war eben das mit den Relikten. Also in der Season war es so, ich weiß nicht, ob es generell so ist oder einfach nur, weil ich in der Hauptmission das noch nicht freigeschaltet hatte, dass ich die immer wieder kostenfrei freischalten konnte, während hier ich das nur einmal machen konnte, wo ich glaube, 15, also 17 Relikte konnte ich dadurch freischalten, bevor ich dann in diesem Dialog gezwungen wurde und es ja einmal kostenlos nutzen durfte und jetzt eben, wie ihr seht, es kostet 10 Edelsteine, um einen so einen Relikt dann zu aktivieren. Oder wenn man das Zurücksetzen macht, wo aber letztlich das Spiel, also die Missionskarten oder zumindest die eine Missionskarte, weil die anderen haben ja gar keinen Fortschritt und die Epic-Mission, dann die Helden, das heißt, die verlieren alle Level, was jetzt kein Problem ist, weil bei Resets oder bei weiteren Sternchen aufleveln verlieren die ja auch letztlich ihre gesamten Level. Und ich gehe davon aus, dass sie ihre Seltenheit, soweit man die erhöht hat, und eben die Sterne, das heißt, wie viele Fähigkeiten sie zur Verfügung haben, die sie leveln können, dass das eben dann nicht resettet wird. Dann natürlich das Gold geht weg, die Sterne, die man eingesammelt hat und ja, eben das gesamte Spiel. Ich gehe davon aus, dass dann natürlich, also dass das Spiel sich damit bezieht, dass ich auch alle Ausrüstung verlieren werde. Das heißt, auch das verschwindet dann vollständig. Deswegen würde ich den Reset erst dann machen, wenn man seine Epics soweit sinnvoll genutzt hat, dass man natürlich auch hier eben das Upgraden nochmal geschafft hat. Ansonsten hier die Prüfungen habe ich inzwischen alle freigeschaltet und bis auf Level 90 aktuell hoch gelevelt, sodass ich die jetzt spielen kann. Was ich ein bisschen nervig finde, sind die Zeitmissionen. Ihr seht hier, die sind in einem Abstand von, also die beiden liegen 2 Stunden auseinander und die wäre jetzt in einer Dreiviertelstunde, das heißt, die liegt 5 Stunden zu der auseinander. Also ich weiß nicht genau, wie man sich das dann sinnvoller organisiert und ich bin nicht sicher, ob die jetzt einmal am Tag oder dann im Abstand nochmal von 12 Stunden wieder aktiviert werden. Also auf jeden Fall ist hier so der Versuch, die Leute zu bestimmten Zeiten immer wieder ins Spiel zu zwingen, wenn sie letztlich auch die Zeitmission in irgendeiner Form machen möchte. Halte ich nicht für so sinnvoll, aber naja. Ansonsten der Händler selber, da ist sogar eine epische Rüstung. Sieht auf jeden Fall recht interessant aus. Auch ein epischer Ring. Okay, ja, der kostet aber Diamanten, das heißt, den würde ich nicht kaufen. Aber sowas kann man natürlich auch mal mitnehmen. Und hier ist dann ein einzelnes Token, was dann 25 Goldmünzen kosten soll. Also je nachdem, im Moment ist es ja so, dass durchaus eine recht ansehnliche Belohnung zustande kommt.
Aber jetzt erstmal, um das Ganze final auszutesten, in die neue Season. Genau, also solange das Spiel läuft, kommt der Bug zumindest zum Glück nicht wiederholt. Das heißt, man kämpft damit nur einmal. Also ich wollte ihn, die beiden Standardhelden mitnehmen und dann als Unterstützung die Zauberin und den Weihnachtsmann. So, das heißt, mit denen werde ich dann zusammen kämpfen und in dieser Season starten. Jawohl. So, und jetzt werde ich dann gleich ausprobieren. Also ich werde jetzt erstmal den ersten Kampf machen und dort nachschauen, also erstmal die erste Kampagne kurz spielen, was ja jetzt noch ziemlicher Standard ist. Ausrüstung haben die jetzt alle natürlich noch keine. Aber sie sollten trotzdem ganz gut in der Lage sein, hier weiterzukommen. Okay, die haben. Die Sterne werden nicht übernommen. Das heißt, die werden an der Stelle zurückgesetzt. Na, das ist ja auch schon wieder irgendwie Murks. Wozu level ich die denn hoch, wenn die dann die Sterne nicht bekommen? So, hier kann ich ja wieder alle Truhen öffnen, ohne dass sie mich Schlüssel kosten. Ja, aber auf jeden Fall, ja, dass der dann hier nur noch mit einem Stern auftaucht, finde ich dann auch schon wieder. Da passt das irgendwie mit dem Freispielen an der Stelle aus meiner Sicht überhaupt nicht. Weil grundsätzlich so ein paar kleinere Bugs, dass hier bestimmte Anzeigen nicht verschwinden, solange man nicht eben ein Level über dem 10er-Schritt zum Beispiel ist oder halt da, wo dieser Bonus freigeschaltet wird. Über sowas alles kann man ja oder könnte ich auf jeden Fall leicht hinwegsehen. Aber eben, wie gesagt, dass diese ganze Tokenmechanik ausgehebelt wird durch so einen Bug, kann ich einfach nur immer wieder bedauern an der Stelle, weil das Spiel als solches ich sehr spannend und mich auf jeden Fall mehrere Tage sehr beschäftigt hat. Einfach in der Hinsicht, dass es Spaß gemacht hat, da Stück für Stück weiterzukommen, die Helden dann auch aufzuleveln. Trotz der Resets hat es Spaß gemacht, weil es dann auch doch recht einfach war. So, jetzt erstmal hier noch wieder ein paar Diamanten einsammeln. Gut, also hier das Freischalten beginnt eben auch wieder alles von vorne. Das heißt hier, die Truhe wird erst freigeschaltet, wenn ich 100 Gegner und so weiter drin habe und so weiter und so fort. Aber ja, dass jetzt also hier tatsächlich die Weiterentwicklung gesperrt würde, also dass ich sogar das von vorne anfangen muss. Das heißt, es bringt überhaupt nichts ein. Beziehungsweise gehe ich mal davon aus, wenn ich jetzt hier auf die Nicht-Saison klicke, den einen Helden, aber den habe ich eigentlich auch noch nicht aufgelevelt. Das heißt, der ist auch immer noch auf Standard und hat jetzt aber 2 Sterne bekommen, während ich den hier, ja, also an sich hat er eigentlich schon auf, ist er eigentlich schon auf 4 Sternen und es ist definitiv nicht übernommen worden. Was dann wieder unlogisch ist, weil die beiden, sie hat 4 und er hat auch 4 Sterne, ist aber schon legendär und müsste eigentlich noch eins abgegradet werden, damit sie eben auf der gleichen legendären Stufe ist. Also irgendwie das mit den Sternen, der ist auch schon legendär und hat aber eben die Sterne nicht zur Verfügung. Also ja, da ist mir das irgendwie noch ein bisschen undurchsichtig, was das für eine Mechanik sein soll. Was jetzt die Seltenheit mit den Sternen zu tun hat und weil die Fähigkeiten definitiv daran freigeschaltet werden, ob der Entwicklungsfortschritt gegeben ist. Aber nun gut. So, jetzt als letztes noch ein Test. Ich werde jetzt das Spiel nochmal starten und schauen, ob, wenn ich in der Season zumindest drin bin, dass ich dann, dass der Season-Bug selber nicht mehr auftritt. Also testen wir es mal aus. So, also zumindest jetzt, wenn man einmal in die Season reingekommen ist, ist der Bug nicht mehr vorhanden. Immerhin, also das heißt, man könnte es wahrscheinlich schaffen, dass man, ja, wenn die Season zu Ende gegangen ist, dass man dann lieber einen Tag wartet, bis die neue Season beginnt und dann nur einmal draufklickt und dann vielleicht sogar schafft, tatsächlich nur einen Transfer mitzubekommen. Alles im Allen halte ich es auch trotzdem für wichtiger, dass letztlich hier nochmal ein kompletteres Set durchgeführt wird. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Spiel selber, ich glaube, ich selber kann es nicht direkt resetten.
Aber letztlich ist halt das Problem, inwieweit dieser Bug letztlich auch ausgenutzt wurde und man dann in einem schlechten Wettbewerb steht, wo man dann als ehrlicher Spieler nachher überhaupt keine Chance hat, wirklich mitzuziehen und andere hier diese ganzen raren Monster letztlich schon zur Verfügung haben, weil sie einfach durch solche Bugs bevorteilt wurden. Deshalb, also mal sehen, genau hier noch zu den besten Listen nochmal reinschauen, dann kann ich auch nochmal zeigen, wie dort die, das ist die Standard, das ist nicht die Season. Also in der PvP bin ich zwar noch nicht drin, aber die Season-Belohnung sollte ich mir trotzdem anschauen können. Genau, hier sind die aktuelle Belohnungsstufe. Ich bin jetzt schon wieder Belohnungsstufe 1 statt Belohnungsstufe 6. Und hier war es zumindest so, genau, dass letztlich 50% von den benötigten Token werden gewährt und eben eine ganze Menge Rubine. Hier seht ihr auch die. Und was hier eben auch merkwürdig absurd ist, also ich bin jetzt schon auf Rang 470 und ihr seht, ich habe gerade mal einmal gespielt. Es macht irgendwie keinen Sinn, dass die hier so eben sind. Meine Vorstellung wäre noch, dass die prozentual aufgeteilt werden. Das heißt, Stufe 1 sind sozusagen für die Top 10%, Top 20, 30, 40, 50%, weil das wäre auf jeden Fall mal eine faire Möglichkeit zu sagen, abhängig davon, wenn jeweils 10 Spieler hinzugekommen, gibt es einen weiteren Platz in Stufe 1. Insofern würde ich so eine prozentuale Aufteilung auf jeden Fall für super sinnvoll finden. Weil wenn man es geschafft hat, sich in die Top 10% vorzuarbeiten, dass man auch die Rang 1 Belohnung letztlich bekommt oder halt die Stufe 1 Belohnung und dass man dann eben hier diese ganzen, aber wie man sieht, irgendwie sind diese Dinge noch nicht wirklich vernünftig ausbaldobert. Mal gucken, die Arena, da gibt es eben das gleiche für nur eine andere Figur und hier ist es dann, genau, also da bin ich noch ohne Rang. Und hier, man sieht eben, dass man die Hälfte von diesen Tokens bekommt für einen so ein Monster. Das halte ich für viel zu viel. Ich denke, 10% würden schon absolut ausreichen, damit man wenigstens 10 Wochen, 10 Seasons beschäftigt ist mit so einem, einfach um die Möglichkeit, weil 50, also die Hälfte von solchen Tokens, wenn man in so einer Kiste gerade mal einen finden kann, ist es einfach aus meiner Sicht eine viel zu starke Beschleunigung. Und was ich jetzt auch gerade schon gesehen habe, also keine Ahnung, was die jetzt hier für Ränge haben, das kann ich hier ja nicht sehen, aber in der Missionsstufe, gut, das ist jetzt ein, zwei Tage her, aber trotzdem, das sieht doch eher nach Cheating aus, mit solchen Stufen hier zu arbeiten. Während 379 kann ich mir noch ganz gut vorstellen, dass man die auch durch aktives Spielen erreichen konnte. Also, aber soweit werde ich mich erstmal von dem Spiel tatsächlich verabschieden. Mal sehen, ob ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurückkehren werde. In der Hinsicht würde ich sagen, Weihnachtsgeschäft mitzunehmen mit solchen Bugs im Spiel war keine gute Idee. Und man kann nur hoffen, dass sie das noch irgendwie schaffen auszubügeln. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll gewesen, zumindest das Ganze als Early Access dann bei Steam zu starten oder zumindest irgendwie als Open Beta in irgendwas in der Richtung zu kommunizieren und sich die Option offen zu halten, dass man einfach nochmal einen kompletten Wipe macht. Also wirklich die gesamten Fortschritte zu löschen und alle Spieler dann, wenn diese Lücken geschlossen sind, nochmal von vorne anzufangen. Vielleicht entscheiden sie sich trotzdem dafür. Es wird mit Sicherheit einen riesen Ärger geben, wenn man den Leuten dann plötzlich erzählt, haha, hier alles, was du schon freigeschaltet hast, wird einmal resettet und es wird neu gestartet. Trotz allem denke ich, es wäre eine bessere Lösung als der Status jetzt, wo einfach die Spielmechanik und letztlich auch das Zahlungssystem, also eigentlich die, der finanzielle Erfolg des Spiels geradezu aufs Spiel gesetzt wurde mit diesem aus meiner Sicht zu frühen Start, bloß um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Ja, also bis zur nächsten Folge und ich bin gespannt, wie die Entwickler es schaffen, mit diesem Problem letztlich umzugehen und das Ganze in irgendeiner Form zu lösen und hoffentlich das Spiel noch in stabiles Fahrwasser zu bringen, so dass sowohl Cheater dann ausgeschlossen werden und sich die Fortschritte, um diese Token freizuspielen, auch wieder lohnen und wirklich einfach das Gefühl geben, dass die Zeit, die man investiert hat, etwas wert ist, weil man eben damit belohnt wird
und nicht, weil man einfach in solche Bugs läuft, die man, ja, die einfach diese gesamte Spiel- und ja, Shop-Mechanik, jetzt letztlich auch die ökonomische Basis des Spiels, komplett brechen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.